KuchenTV und Flair vs. ABK. Mich triggert das ein bisschen, wie der ABK ausspricht, Digga. ABK. Mit ABK. Der hat da einen Livestream-Ansage an den, der hat an den, so, seine Frau macht einen Stream und ein Video gegen den. Bruder, was ist das für eine Welt geworden, Bro? Am Ende ist es ja auch unnötig, Bro. Es sind ja nicht mal echte Streits, die da passieren, weißt du? Wenn es echte Sachen wären, dann sage ich, Bro, lasst das Internet, ruft euch gegenseitig an, trefft euch und klärt die Sache. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahre am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Also, die letzten zwei Folgen Mr. Rap von gestern und heute will ich mir geben, damit ich auf dem neuesten Stand bin, Bro. Was die verrückte Welt in Deutschland angeht, vor allen Dingen die Hip-Hop- und YouTube-Welt, Bro. Verrückter geht's ja fast nicht mehr. Let's do it, man, Alter. Leute, was war das denn bitte schön für ein Wochenende voller geiler Beef-Stories? Wir starten direkt rein und fangen an mit ABK vs. Flair. Der YouTuber ABK hatte wohl vor ein... Oh, bei so viel Beef, da ging es rund in der Hose bei Mr. Rap, Digga. ...ein Video rausgehauen, wo er mal mit der ganzen YouTube-Deutschland-Szene abrechnet und beispielsweise auch darauf eingeht, dass er ja so mal vor ein, zwei Jahren einen clean Twist mit Shirin David hatte und da ja irgendwie auch von ihrem... Das Video von ABK könnten wir uns eigentlich auch nochmal geben, ist interessant. ...der bedroht worden sein soll und hier zeigt ABK dann auch eine Sprachnachricht von Flair aus eben jener Zeit, die ihm irgendwie geschickt wurde, wo es auch so darum geht hier, ABK, komm, lass sein. Flair reagierte auf dieses Video auf Twitter dann und schrieb, was kommt dieser ABK, Hundesohn, mit 2 Jahre alten Geschichten. In der Folgezeit entwickelte sich dann auf Instagram zwischen ABK und Flair ordentlich an Beef. ABK schoss zurück, Flair setzte Kopfgeld in Höhe von 10.000 Euro auf ABK. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ein ABK Beef mit einem Flair hat, Digga. Die haben doch gar nichts miteinander zu tun eigentlich so, meiner Meinung nach jetzt so. Ist Adresse aus, ABK wieder zurück, verarschen gegenseitig dies, das, hi, ha, hupp. Also Flair versus ABK, aber die Fronten werden noch größer, keine Sorge. Denn Flair machte eine Fragerunde und wurde hier gefragt, warum Beef mit ABK? Woraufhin Flair... Mich triggert das ein bisschen, wie der ABK ausspricht, Digga. ABK. Mit ABK. Deine Herz, Bruder. Antwortete, der Typ wurde von KuchenTV gebannt. Der Fuhr und will jetzt ablenken. KuchenTV wiederum repostete das, zeigte so quasi eine Faust. Flair tut sich mit KuchenTV zusammen, oder was? Und sagte hier, Flair, komm, wir beide machen Kuchentalks gegen ABK. Also, jetzt sind wir... Schon bei KuchenTV und Flair versus ABK. Flair wurde dann weiter beispielsweise gefragt, ABK... Hey Flair, machen wir einen Kuchentalks gegen ABK oder was? Ey, klatschen oder labern lassen, worauf er antwortete, er, also ABK, hat schon oft genug kassiert. Hashtag wissen alle. Weiter geht's dann hier, Bro, warum kannst... ABK klatschen, er hat schon oft genug kassiert. Ich bisschen über dich selber lachen, Flair antwortet, was weißt du, worüber ich lache, du lebst anscheinend nur im Internet. Und Flair wird weiter gefragt, warum feuerst du gegen Menschen, die dir eh nichts können? Und Flair antwortet, ist doch eh nur ein Meme von mir. Okay, Flair? Ist das also alles, krass, Digga, ich komme nicht mit bei diesem Beef im Internet, so wie das funktioniert. Ich komme einfach nicht hinterher, Digga, ich komme damit nicht klar. Also ich verstehe es nicht, wie es funktioniert. Ich kann nicht, ich weiß nicht, Bro, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal rein theoretisch, jemand würde mir auf den Sack gehen. Nee, Digga, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man sich im Internet so hin und her schießen kann, Bro. Ohne dass, wenn man doch von beiden Seiten weiß, dass es niemals irgendwelche, also es muss ja so sein. Ist das so? Ich weiß nicht, ich stelle es als Frage in den Raum. Ist es heutzutage so, wenn man im Internet sich hinsetzt und sich mit jemandem beeft, jemanden beleidigt oder jemanden fertig macht, Kopfgeld aussetzt oder was auch immer, dass das erstmal nur Internet ist so? Das hat nichts mit dem echten Leben zu tun, wa? So rein zum Verständnis, ich verstehe es nicht, Bro. Ich kann es nicht verstehen, Digga. KuchenTV versus ABK. Das ist ein bisschen ungleich, keine Sorge, es wird noch besser. Denn plötzlich am Samstag gab es einen verheerenden Tweet von niemand Geringerem als Unge, der nämlich schrieb, er sei gestern, also Freitag, über Instagram von einem Rapper, in Anführungszeichen, bedroht worden. Und Unge zeigte dann noch einen Screenshot, einen kleinen Ausschnitt eines, laut seiner Aussage, circa einstündigen Chatverlaufs. Wir stellen diesen Chatverlauf mal szenisch dar. Stechen, ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du so einen Bullshit schreibst. Wirst du, Kindergarten, mehr ist das nicht.
Wirst mich ernst nehmen, bei Gott. Ich nehme dich ernst, wenn du einen vernünftigen Umgangston an den Tag legst. Kleiner YouTuber, der auf Komiker macht. Ha, ha, ha. Uiuiui. Unge schrieb dann weiter, er werde das natürlich zur Anzeige bringen, weil ihm unter anderem damit gedroht worden sei, ihn abzustechen, ihn umzubringen, etc. Abstechen, umbringen, kalt machen, wegklatschen. Einfach stechen, Digga, der schreibt einfach stechen. Alles wahrscheinlich. Unge machte den Namen des Rappers in Anführungszeichen in seinem Screenshot ja unkenntlich. Man fragte sich, wer könnte das sein? Und einen kleinen Hinweis gab es, denn wenig später gab es in der Instagram-Story von Flair diesen Beitrag zu sehen. Unge macht Ansage auf Twitter und auch ging Flair auf Unge in seiner Fragerunde ein, wurde nämlich gefragt, was hältst du, dass Unge von einem deutschen Rapper bedroht wurde? Flair antwortete, nicht jeder verstehe diesen YouTube-Influencer-Humor, müsse auch nicht jeder, irgendwann bekomme jeder mal sein Karma. Also, vielleicht haben wir jetzt schon Flair, KuchenTV, ABK, Unge. Aber damit immer noch nicht genug, denn nun schaltet sich Animus ein, ebenfalls mit einer Fragerunde und wird gefragt, wie findest du ABK? Antwortet ABK. Wie findest du ABK? Excuse me. Antwortet hier drauf, ich mochte seine Videos, in denen er Amir A rasiert hat, den alten Shisha-Bar-Betreiber. Also vielleicht jetzt Flair, KuchenTV, ABK, Unge, Animus. Ich frag mich, ob ich der Einzige bin, der das so richtig, der da überhaupt keinen Sinn drin sieht und das eigentlich voll cringe findet, wie die sich gegenseitig alle beefen und beleidigen und posten und tun und machen, Digga. Oh, ich habe mich schon oft mit dem Thema auseinandergesetzt, wie sollte man am besten mit Hate, Beef, Trolling und so einen Scheiß umgehen, Bro. Und ich kann einfach nur am Ende des Tages sagen, am besten ist es, wenn man es schafft, einfach drüber hinwegzusehen und drauf zu scheißen, sich auf seine eigenen Eier und auf sein eigenes Leben zu konzentrieren, auf seine Karriere, auf sein Vorankommen. Weißt du, ich meine, mittlerweile ist es im Internet so, dass du einfach dich hinsetzt und irgendwelche anderen Leute beleidigst, fertig machst, dich mit denen beefst, man generiert ein paar Follower, man ist irgendwie im Hype drin, man fuckt sich ein bisschen ab und dann war es das gewesen. In 2-3 Wochen ist der nächste Beef und kein Schwanz redet mehr darüber so. Ich weiß nicht, Bruder, ist doch voll, also am Ende ist es ja auch unnötig, Bro. Es sind ja nicht mal echte Streits, die da passieren, weißt du. Wenn es echte Sachen wären, dann sage ich, Bro, lass das Internet, ruft euch gegenseitig an, trefft euch und klärt die Sache, Bro. Wie kann man das so weit treiben, Mann, Digga, und keiner sagt was dazu, Bruder, es geht einfach so weiter, es gibt tausend, dann fangen auf einmal so, früher gab es das nicht. Früher gab es keine News-Plattformen, die einfach nur über Beef berichtet haben, Bro. Heute gibt es bestimmt 10, 15 YouTube-Kanäle, die nur über Beef berichten, über Ansagen auf Instagram. Der hat da einen Livestream-Ansage an den, der hat an den, seine Frau macht einen Stream und ein Video gegen den, sagt deine Kinder hier und da, den, sein Bruder macht das über den, der eine zeigt ein Video, wie der irgendwie reagiert auf ein Video, wie er selber ein angeblich minderjähriges Mädchen irgendwie überredet. Bruder, was ist das für eine Welt geworden, Bro? Zwischen Flair und Animus ging es dann daraufhin erstmal so richtig ab, in Form von mehreren Fragerunden, Fragen in Fragerunden. Aber man muss natürlich am Ende des Tages sagen, es ist Entertainment. Natürlich entertaint mich das auch, ich ziehe mir das auch rein, so. Aber nachvollziehen kann ich es nicht, Bro. So wird dann Flair beispielsweise in seiner Fragerunde gefragt, Meinung zu Animus, und Flair antwortet, Animus ist ein Hurensohn. Hierauf wiederum reagiert dann Animus ebenfalls in einer Fragerunde, wird nämlich gefragt, Flair hat dich vor 10 Minuten als Hurensohn betitelt. Hier schreibt Animus dann, was wisse Flair schon über Familie? Zitat Animus, true story, Patrick wollte vor einer Weile tatsächlich wieder Kontakt zu seiner leiblichen Mutter und hat sie in ihrem Kosmetikladen in Berlin besucht. Hat ihn dann verständlicherweise rausgeschmissen, weil sie nichts mit diesem Mülleimer zu tun haben will, worauf Patrick ihren Laden demoliert hat. Bei uns sagt man, das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter. Wer seine eigene Mutter so sehr anwidert, dass sie nichts von ihm wissen will, dessen Beleidigung kann niemand ernst nehmen. Was ist das, Digga? Was ist das für ein menschliches Niveau, sowas zu schreiben, Bruder? Über eine Beziehung von einem Kind mit seiner Mutter so. Weißt du, wie ich meine? Jetzt mal auf die Goldwaage gelegt. Bruder, was musst du für ein Mensch sein, damit du so reingehst in so eine Sache, Bruderhead? Weißt du, wie ich meine? Konzentrier dich doch auf dein Leben, Bro. Wie kacke muss dein Leben sein, Bruder? Also jetzt ehrlich, Digga, ich rede, es hat nichts persönlich mit Animus oder irgendwas zu tun, aber wenn ich das sehe, dass irgendeiner darüber redet, dass ein Junge zu seiner Mutter in den Laden gegangen ist, weil er Kontakt wieder gesucht hat. Und wir kennen alle die Story, Bro. Wir wissen alle, dass die damals ins Heim geschickt, auf Ritalin gesetzt, dies, das, bla, bla, bla. Und sich dann im Internet über sowas lustig zu machen, Bruder, menschlich
Abschaum, Bruder. Unterstes Niveau, Bro. Auf diese Story von Animus reagierte dann auch wieder Flair, postete das in seiner Story und schrieb herzu, der Hurensohn ist wieder kreativ, 4 Lachsmilies, bist doch in Berlin, lass treffen, du Hurenbengel. Daraufhin reagierte dann wiederum auch Animus und wieder in Form einer Fragerunde wird nämlich gefragt, Flair will sich mit dir treffen, nimmst du ihn ernst? Hierzu postete Animus dann ein wohl mehrere Jahre altes Foto von ihm und Flair und schreibt hierzu, Bruder, bitte guck dir seine Mädchenhände an. Ich bin zwar nicht mehr in Berlin, aber bete zu Gott, dass du mir eines Tages nicht alleine über den Weg läufst. Und dann gab es noch eine weitere Story von Animus, diesmal nicht mal in Form einer Fragerunde, sondern einfach so Text, denn Animus schreibt, Flizzy, was war das für ein Gefühl, als du deine Freundin vor der Tür alleine stehen gelassen hast und weggefahren bist, als die Rocker um die Ecke gekommen sind. Wie ist das Gespräch danach abgelaufen? Ja, Schatz, du peilst den Film nicht. Schatz, in Amerika ist das normal, Schatz. Außerdem zeigt Animus dann in einer weiteren Story noch einen BZ-Artikel, der die ganze Sache wohl irgendwie beweisen soll. Und in einer weiteren Story postet Animus dann auch den neuesten Beitrag von Flair auf Instagram, wo Flair dann noch darauf hingewiesen hat, Carlo Gangster Limited Box, 149 Euro auf Amazon mit der Lederjacke. Und Animus schreibt hierzu, einfache Alibaba China-Jacke für 150 Euro, checkt die Kommentare. ABK Army hat dich gefickt. Und dann immer schön dieses Cross, dieses Parallel. So, Animus sagt jetzt, ABK Army hat dich gefickt. So. Der nimmt jetzt den seiner Army mit, um auch da reinzugehen. Genauso wie Flair dann der Kuchen-TV mitnimmt und sagt, ja, ABK, Kuchen-TV, dies, das. Man spielt dann immer mit diesem Ding. Das ist eigentlich Bushido-Style, Digga. Also es ist jetzt meiner Meinung nach so, ich hätte jetzt direkt an Bushido gedacht bei sowas. Der macht es ja gerne. Kommt so aus der Bedeckung, äußert sich zu Sachen, um sich irgendwie reinzuwaschen. Oder irgendwie hetzt andere gegeneinander auf. Damals mit Manuelsen, Flair, dies, das, bla, bla, bla. Kommen wir auch schon wieder zu ABK. Flair wiederum reagierte beispielsweise, indem er ein Foto postet. Eine Frage an Community. Bei YouTube und hier auch im Chat. Guck mal. Was findet ihr, welcher Rapper geht am besten mit so Beef-Thematiken um? Oder Stress, oder wenn einer, weißt du, wie ich meine, mit so Beef-Thematiken. Welcher Rapper, eurer Meinung nach, geht am besten damit um? Wo man sieht, mehrere CCN-Boxen gestapelt, wohl auf dem Wühltisch bei Mediamarkt und schreibt hierzu, Boostnitch und Analimus will keiner. Außerdem retweetete Flair auf Twitter einen kleinen Videozusammenschnitt, den jemand gemacht hatte, von Hast du Bars von Animus und den jetzigen Beef-Stories. So hört man zuerst einmal Animus rappen, was ist los mit deutschen Rap, sie dissen mich in ihren Stories, ich disse sie mit Rap und sie machen wieder eine Story. Und zu diesem Teil, und sie machen wieder eine Story, sieht man dann die ganzen Stories von Animus. Weiter hört man Animus rappen, damit zeigt ihr automatisch, ihr seid mir nur unterlegen, postet 10 Jahre alte Videos, um mich zu haten. Und dazu sieht man dann das wohl 10 Jahre alte Foto von Flair und Animus, welches ja Animus gepostet hatte. Ebenfalls einen interessanten Tweet von Flair gab es am Wochenende als Reaktion auf jemand, der ihm geschrieben hatte, hier, Flair, du hast doch gebrochenes Herz wegen Shirin, David und Flair. Okay, wir haben ein paar Antworten gekriegt. Farid, Kollege, Leon Lovelock, ja jo, SSIO, KKS, AZ, PA Sports, Kollege, PA, Manuelsen, Kolle, UFO, cool, Savage, UFO. UFO ist cool. Ja man, UFO ist cool, Digga. Welche, die konsequent alles ignorieren, ja Bro. 187, Bro, die kacken komplett auf Beef. Geil. Ding, aber auch Farid, der nimmt niemanden ernst. Ist auch so. Der geht zwar mit rein, aber der nimmt es nicht ernst. Und man merkt es sofort, wenn Farid antwortet. So. Der hat keine Ernsthaftigkeit dafür. Ja, ich denke auch, die beste Möglichkeit ist einfach alles wegzuignorieren und sich auf sich zu konzentrieren. So. Ne? Es fällt aber manchen Leuten nicht schwer, offensichtlich. Es fällt manchen Leuten nicht einfach, offensichtlich, einfach mal drauf zu scheißen. So. Antwortete, sie würde mit mir nachts im Mondschein tanzen, hat nur Angst wegen Cancel Culture. Uiuiui. Apropos Cancel Culture, ebenfalls einen interessanten Tweet von Flair, gab es am Wochenende. Dieser postete nämlich einfach nur 3 Wörter, und zwar Cancel Culture Nightmare. CCN. Interessant. Aber gut, wie sind wir jetzt da hingekommen?